Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute werden wir mal ein Doppel-Review machen, etwas, was ich eher selten mache normalerweise, aber bietet sich heute an. Und zwar mit Harry Kane und Di Lorenzo. Harry Kane, 1,88 groß, hoch Arbeitsrate, 3 Sterne Skills und 5 Sterne schwacher Fuß. Rechts ist der starke Fuß. Spielt bei den Bayern, ist Engländer, Stürmer, Mittelstürmer. Dazu schauen wir uns da mal seine Werte ein bisschen an. Beim Tempo sieht man halt, er ist jetzt nicht der Allerschnellste. Mit dem Catalyst, den ich ihm gegeben habe, geht der Antritt auf 86 und das Sprinttempo auf 90. Ist okay, ist anhaltend überwiegend, also mostly lengthy, was auch auf jeden Fall ein Vorteil ist. Der Schuss schaut brachial aus mit dem Stellungsspiel, mit dem Abschluss, Schusskraft, Weitschüsse, Volleys, Elfmeter, alles da. Da braucht man, glaube ich, meiner Meinung nach nicht viel verändern. Das Passspiel schaut überragend aus. Deswegen, glaube ich, auch eine gute Option, den so als zurückhängenden Stürmer bzw. sogar ZOM spielen. Also ich glaube, das ist definitiv eine Möglichkeit, werde ich probieren. Bei der Beweglichkeit sehen wir 76, Beweglichkeit 80, Balance. Das sind halt so die Knackpunkte auf der Karte, weil er doch jetzt mit 1,88 relativ groß ist. Defensive haben wir nichts, gute Kopfball-Eigenschaften eigentlich, 87 Ausdauer, 88 Stärke, 84 Aggressivität, also so ein richtig bulliger Stürmer halt. Bei den Spielstilen fällt dann eigentlich auf, was ganz komisch ist, dass er überhaupt keine wirklichen Schuss-Spielstile hat. Er hat den entscheidenden Pass, er hat den weiten Pass, dann hat er da den First Touch Plus, was auch interessant ist, und den Trivela. Für die Außenrisspässe und Außenrissschüsse, aber da hätte mir schon ein bisschen mehr erwartet eigentlich bei den Schüssen bei Harry Kane. Und jetzt schauen wir uns den Di Lorenzo noch an. Coole SBC muss ich sagen, die 86er Karte Trailblazers, glaube ich, war das, habe ich ein bisschen gespielt, der war eigentlich stark, den habe ich verkauft, den hatte ich tatsächlich tauschbar. 1,83 groß, hoch mit Lalsrate, 3,3, starker Fuß rechts, auch er ist anhaltend controlled, kann Rechtsverteidiger und rechter Außenverteidiger spielen, Serie A, Napoli, Italiener. Mit dem Enker geht der Antritt auf 94, Sprinttempo auf 94. Ich glaube, das ist dann schon ein ganz guter Wert mit dem anhaltenden Laufstil noch dazu. Passspiel schaut gut aus mit 84 kurzer Pass, 78 langer Pass für den Außenverteidiger, um da einzuleiten. Das ist auf jeden Fall mal stark. Schuss schaut gar nicht so schlecht aus für einen Außenverteidiger. Dribbling, werden wir sehen, wie sich das anfühlt in-game. Ist alles so im niedrigen 80er Bereich, bis auf die Reaktion. Die ist halt gut für die Defensive. Die Defensive schaut sehr stark aus mit dem Enker und auch die Physis schaut sehr gut aus mit dem Enker. Also da kann man nichts sagen, der wird wahrscheinlich gut abräumen da hinten. Spielstile hat auch eher einen Plus, und zwar den Block Plus. Noch größere Reichweite beim Ausführen von Blocks ist auf jeden Fall mal stark. Raserei ist stark, First Touch hat er. Und unerbittlich, auch das ist gut, wenn man viel läuft mit den Außenverteidigern. Also alles in allem, glaube ich, zwei coole Karten und die schauen wir uns jetzt genau an. Ja, Di Lorenzo ist da gut nachgekommen, stark. Ja, guter Pass von Kane, stark gemacht von Kane, nice. Ja, gut abgeschirmt, guter Pass da auch vor. So, Harry Kane. Ja, Dribbling war auch okay. Ja, guter Lauf von Kane, schade. Ja, die Pässe kommen echt gut von Kane. Ja, gut durchgesetzt von Kane, schade. Stark von Di Lorenzo, stark. Ja, Kane gut abgefangen, jetzt der Pass, die Pässe kommen super. Sehr nice. Als ZOM bisher sehr gut. Ja, Passspiel kann man jetzt dann wahrscheinlich nicht so viel herzeigen auf der Seite von Di Lorenzo, aber es funktioniert bisher ganz gut. Da auch nochmal einen. Ja, stark gestanden, Di Lorenzo. Stark. Auch der passt da wieder gut von Di Lorenzo auf Kane. Ja, macht er stark. Ja, guter Lauf von Harry Kane. Der muss sitzen. Nice. Sehr gut, Harry. Stark. Ja, easy Di Lorenzo, der Pass war schlecht von mir getimed. Ja, guter Laufweg wieder von Harry Kane. Uiuiui, da geht sogar noch rein. Nice. Ja, man sieht es da, als ZOM ist er schon sehr passiv immer. Also lässt sich sehr weit nach hinten fallen, der Harry.
Und gut von Di Lorenzo da jetzt abgefangen. Ja, muss sagen, Dribbling eigentlich für seine Größe nicht schlecht. Ja, wieder stark von Giovanni. Ja, stark wieder da gegen Leao, macht er gut. Auch da wieder gegen Leao, macht er echt stark. Ja, stark durchgesetzt vom Harry. Aber ihr seht, er rückt jetzt auf die Seite raus, also er ist jetzt nicht so der klassische Stürmer, der in der Mitte bleibt, aber fast ein Tor auflegt. Sehr nice, gutes Stellungsspiel und der Schuss ist Hammer. Ja, wieder gutes Stellungsspiel, steht schön in der Mitte, sehr nice. Stark wieder von Di Lorenzo. Ja, guter Pass nach vorne, aber... Harry! Nice, gut gemacht wieder. Oh, da verliert er den Kopfball, Di Lorenzo, und wir bekommen gleich das Tor. Oh, sehr nice, der First Touch auch von Kane. Schade. Starker einleitender Pass da wieder. Schade, dass Haaland nicht gleich durchzieht. Ja, stark mit dem Körper, macht er gut. Lauf von Kane. Ah, ich wollte eigentlich eine Flanke ein bisschen anders, ein bisschen weiter rüber. So, jetzt haben wir Platz. Komm, Harry, was machst du? Ja, Haalands Pass war halt nicht gut, aber Harry, der bleibt dran. Ah, oh, schade. Machen wir es halt so. Ja, da ist er gut drin gestanden, der Harry. Ja, die Pässe, finde ich, kommen echt gut von Di Lorenzo. Schauen wir, ob wir nochmal einen erwischen, vielleicht ganz nach vor. Ja, schade. Ja, Kane rückt immer auf die Seiten raus, ist sehr auffällig. Jetzt auf Haaland, den muss man eigentlich machen. Boah, super Lauf von Kane, schade. Ja, aus der Bedrängnis den Pass noch weitergeleitet. Ich finde das echt komisch, dass er da immer so weit rausrückt. Ich spiele ihn da eigentlich die meiste Zeit als ZOM. Ja, gut befreit mit dem Dribbling, Di Lorenzo, der passt gut. Ja, gut, gut reingelaufen da. Super, gut gestanden wieder Kane, nice. Ah, Kane schirmt gut ab, macht er stark. Kane! Van der Sar. Ja, Haaland auf Kane, der Pass kommt an. Der muss rein. Aber jetzt Kane, Abstauber. Oh, Kane auf Haaland und yes, yes. Ja, stark nochmal da von Di Lorenzo reingegangen. Ja, wird schon wieder gepresst. Ja, guter Pass von Kane auf Salah. Ja, Kane mit dem einleitenden Pass da nach drüben. Haben wir wenig Platz und das dauert dann zu lange, das der Gegner zum Blocken. Gut, abschließendes Fazit mit Harry Kane zuerst. 8 Tore, 2 Vorlagen. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn überwiegend als ZOM gespielt, weil ich einfach seine Passwerte so geil finde und die sind auch geil. Und als ZOM hat man halt den Vorteil, wenn man einen Spieler schickt, dann zieht er meistens nach. Was mir persönlich, es ist jetzt vielleicht ein bisschen meckern auf hohem Niveau, wenn er so viele Torbeteiligungen hat, nicht so gefallen hat, ist, dass er immer wieder auf die Seiten rauszieht. Aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Man merkt definitiv diese Hoch-Hoch-Arbeitsrate. Also er ist oft sehr weit hinten und braucht dann etwas länger, um nach vorn zu kommen. Aber mit diesem
anhaltenden Längse, das er hat, ist das eigentlich ganz stark. Also das Tempo fühlt sich gut an. Ich würde nicht sagen, dass sich der langsam anfühlt. Das war meine größte Angst irgendwie. Ich meine, gut, wer hat 86 Antritt und 90 Sprinttempo, das ist jetzt nicht super langsam, aber auch nicht super schnell. Aber dann geiles Stellungsspiel, das Passspiel ist geil, der Schuss ist eigentlich Hammer, bis auf ein, zwei Schüsse, wo ich mir gedacht habe, da hätte schon reingemusst. Natürlich, das Dribbling in manchen Situationen ist es jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber eine gute Ballführung mit dem First-Touch-Playstyle ist das auch sehr, sehr stark. Also mit diesem Playstyle Plus, den er da hat, den First-Touch Plus, super stark, wenn er dann nach vorne zieht. Also wenn man ihn schickt, über ZWM Doppelpass schicken, sehr, sehr stark. Also da kann man nichts sagen. Alles in allem für den Preis würde ich sagen, eine absolut gute Karte. Kann man mit Engländern linken, kann man mit Bundesligaspielern linken, macht man nichts falsch. Und dasselbe gilt wahrscheinlich auch für Di Lorenzo, macht man nichts falsch. Guter Preis, einer der besten wahrscheinlich Rechtsverteidiger, die es im Moment gibt in der Serie A. Mit dem Anker super stabil, immer wieder gut Bälle abgefangen, Passspiel hat gut funktioniert, immer wieder schön einleitende Pässe gespielt, Spieler abgelaufen, Leao habe ich da jetzt in Erinnerung ein paar Mal gut abgelaufen, das hat er echt stark gemacht, das war dieser Player of the Month Leao, also der 87er glaube ich ist das. Wie gesagt, da kann man eigentlich nichts Negatives sagen, ist halt ein Verteidiger, der macht was er soll, verteidigen und den Ball wieder nach vorne verteilen, sonst kann man da jetzt nicht allzu viel über die Karte sagen. Das Dribbling hat sich eigentlich gut angefühlt, auch wenn es jetzt nicht so krass ausschaut, aber ich glaube auf der Außenverteidigerposition ist es wichtig, dass man jemanden hat, der halt einfach gut die Bälle abläuft, abschirmen kann im Fall der Fälle und halt eben einen den Ball rausklärt wieder. Ist immer wieder in die Mitte auch reingerückt, wenn der Gegner dann angegriffen hat, war man sehr kompakt und auch da hat er ein, zweimal gut eigentlich seinen Mann gestanden. Einmal hat er einen Kopfball nicht bekommen. Ich glaube, das habe ich auch jetzt im Video drinnen gelassen. Aber gut, das kann immer wieder mal passieren. Alles in allem hoffe ich, dass euch das Review gefallen hat, auch wenn es diesmal mal zwei Spieler waren. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr das öfters so sehen wollt. Dann können wir auch gerne mal Spieler vom Markt kaufen. Also einen SPC-Spieler, einen vom Markt. Würde mich freuen über Feedback. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke für euren Support. Ciao, ciao.